herzlich willkommen zur Roten Couch Express. Wir befinden uns hier auf der Hannover Messe 2016 und zwar am Stand der Friedrich Lütze GmbH. Ich freue mich heute hier den Inhaber der Lütze International Group, Herrn Udo Lütze, bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zum Interview. Dankeschön. Lütze versteht sich als innovatives Unternehmen. Welche neue Lösungen zeigen Sie uns denn dieses Jahr in Hannover? Ja, dieses Jahr zeigen wir wieder unser Airstream-Vertratungssystem, das wir hier im Schaltschrank dargestellt haben. Beim Airstream handelt es sich um einen Aluminiumrahmen, der die komplette Vertratungsebene und die Befestigungsebene miteinander verbindet im Schaltschrank. Und wir sind jetzt einen Schritt weiter gegangen und haben uns nicht nur der Platzverhältnisse angenommen, sondern auch der klimatischen Verhältnisse. Das bedeutet, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die Temperaturen im Schaltschrank genau berechnen mit Hilfe von einer Software, die heißt AirTemp. Und wie können wir die Luft besser verteilen? Dafür haben wir auch ein neues Produkt, das nennt sich Airblower und sorgt für eine Zirkulation der Luft bei uns im Schaltschrank. Was macht das Temperatursimulationstool AirTemp so besonders? Das Interessante bei der Sache ist, dass man in der Vergangenheit einen Schaltschrank immer als eine homogene Masse betrachtet hat. Das bedeutet, man ist immer davon ausgegangen, dass eine Temperatur sich homogen im gesamten Schaltschrank befindet. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Situation ist ganz anders. Wir haben den Schaltschrank in drei Zonen aufgeteilt, unten, Mitte und oben. Und die Temperaturen sind komplett unterschiedlich. Dass es natürlich in Hotspots nochmal ganz andere Temperaturen gibt, das versteht sich auch von selber. Wir können damit jetzt aber ganz genau analysieren, wie viel Verlustleistung in Wärme umgesetzt wird, in welche Ebene und was das für Auswirkungen hat auf die Steuerung, besonders bei der Temperatur. Sie haben hier so einen Praxistest vorbereitet. Vielleicht können Sie das ganz kurz uns schildern. Ja gut, Software ist natürlich sehr oft graue Theorie, aber wenn man es dem Kunden tatsächlich zeigen kann, wir haben hier eine Wärmebildkamera installiert, direkt am Objekt. Was wir hier simulieren oder darstellen, das ist, dass von einer Komponente dieser Bereich im Schaltschrank thermisch erwärmt wird. Und was wir dann einfach machen, ist, wenn es zu warm wird, wenn es eine kritische Stufe erreicht, dann schalten wir unseren Airblower ein. Und dann fängt die Luft an zu zirkulieren. Die Luft wird von oben angesaugt, hinten runtergeblasen und es gibt einen Kreislauf, der dafür sorgt, dass dann auch diese Komponenten wieder in einem prima Klima sich wohlfühlen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Lütze. Schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Tschüss, auf Wiedersehen.